Über die Situation in Gaza und die sehr aufgeheizte deutsche Debatte möchte ich heute debattieren mit der Publizistin und Bloggerin Chola Mariam Hübsch, die über die Situation in Gaza sagt, Israels Vorgehen steht in keinem Verhältnis zum verursachten Leid. Herzlich willkommen, Frau Hübsch. Und mit dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen Zeitung, Philipp Peymann-Engel, der gerade vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt wurde. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Also, wir wollen ausführlichst über die Debatte in Deutschland diskutieren miteinander. Sie haben da zum Teil unterschiedliche, aber vielleicht auch verbindende Ansätze. Zu Beginn aber schauen wir auf eine Katastrophe, zu der es vergangenen Donnerstag in Gaza stattkam. Hunderte Menschen nähern sich etwa 30 Lastwagen mit Hilfsgütern im nördlichen Gazastreifen. Dann eskaliert die Situation. Die israelische Armee hat diese Bilder veröffentlicht. Was genau passiert ist, ist bislang nicht abschließend geklärt. Die Hamas spricht von einem Massaker von Israels Armee, Israel von einer Massenpanik. Laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium sollen mehr als 100 Menschen getötet und 760 weitere verletzt worden sein. Frau Hübsch, wenn Sie diese Bilder sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Große Betroffenheit, großes Mitgefühl einfach für die Menschen, die unter Hunger leiden. Das sind viele Kinder darunter. Jetzt versucht man ja, der Lage irgendwie Herr zu werden, indem man mit Fallschirmen, das war die nächste Meldung, Essenspakete runterwirft. Und das lässt mich ein bisschen ratlos zurück, weil ich mir schon die Frage stelle, also Fallschirme wirft man ja dann, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, eine Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Und wir haben ja die Grenzen, die von Israel kontrolliert werden. Es könnten ja Hilfsgüter rein. Warum gelingt es nicht, diese Hilfsgüter in angemessener Zahl auch hineinzulassen? Ist das ein Versagen Israels? Ist es ein Versagen der internationalen Staatengemeinschaft, der es nicht gelingt, da genug Druck auszuüben und da einfach auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die vulnerabelsten Gruppen in diesem Konflikt, unschuldige Frauen, Kinder, dass die doch zumindest überleben können? Mhm. Es gibt ein Zitat von der amerikanischen Vizepräsidentin Kamala Harris dieser Tage, die sagt, die Menschen in Gaza hungern, die Bedingungen sind unmenschlich und unsere gemeinsame Menschlichkeit zwingt uns zum Handeln. Die israelische Regierung muss mehr tun, um die Hilfslieferungen deutlich zu erhöhen. Es gibt keine Ausreden. Herr Engel, Sie sind ausdrücklich hier eingeladen, weil Sie zum Beispiel ein interessantes Buch gerade geschrieben haben über Ihr Leben als Jude in Deutschland. Sie brauchen keine Sorge haben, hier, Sie werden null in Haftung genommen für das, was die israelische Regierung tut, brauchen das auch nicht rechtfertigen. Wenn Sie allerdings auf die Hungersituation und die schlimme Lage für die Menschen in Gaza sehen, hat Frau Kamala Harris da einen Punkt aus Ihrer Sicht? Ja, also erstmal danke für die Anmoderation. Mein Schwerpunkt ist in der Tat der Blick aufs jüdische Leben in Deutschland und weltweit. Aber natürlich sehe ich auch die Bilder in Gaza und natürlich ist die Lage katastrophal und steht außer Zweifel, dass sich die Situation verbessern muss und dass es den Menschen schnell besser dort geht. Und ja, da muss dann aber auch erwähnt werden, dass Israel schon auch sehr, sehr viel dafür tut, dass es besser wird, wie zum Beispiel dieser Hilfskonvoi zeigt. Und dass da natürlich dann sehr große praktische Probleme aufgetreten sind, eine Massenpanik und dass sich Soldaten bedroht gefühlt haben, ist auch klar. Also feststeht, es muss alles dafür getan werden, dass es den Menschen schnell besser geht. Mhm. Dieses israelische Bemühen, von dem Herr Engel spricht, können Sie das auch erkennen, Frau Hübsch? Ich finde das ganz schwierig einzuschätzen, weil natürlich immer die Frage ist, warum gelingt es nicht, diese Menschen zu schützen? Also man hört, das ist eine der moralischsten Armeen der Welt, das sagt die israelische Armee über sich. Ich höre auch sehr wohl die immer kritischer werdenden Töne, nicht nur von Kamala Harris, auch von unserer Außenministerin, die ja sagt, wenn eine Militäroffensive in Rafah stattfinden würde, das wäre eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Aber die Frage ist, warum ist es in der Praxis, warum sind wir nicht so weit, dass es uns gelingt, diese Menschen zu schützen? Und mir helfen dann diese leeren Worte tatsächlich relativ wenig. Das erscheint manchen regelrecht zynisch, weil man nicht versteht, wie wir es auch zulassen können, dass das, was gerade vor unser aller Augen ja stattfindet, eine humanitäre Katastrophe, warum wir das nicht verhindern können. Und wir sind ja am Ende, also auch die USA, wenn Sie über Kamala Harris jetzt sprechen, liefert ja weiterhin
also 3,8 Milliarden Dollar Militärausgaben, Militärhilfe. Auch Deutschland hat seinen Rüstungsexport verzehnfacht im letzten Jahr. Finden Sie das falsch? Und ich glaube, ganz viele Menschen international sind hochgradig irritiert. Ja, ich finde es falsch. Ich finde das falsch, weil man sich nicht auf der einen Seite darüber beklagen kann, dass Menschen sterben, und auf der anderen Seite aber mit dazu beiträgt, dass sie sterben, indem man nämlich die Waffen liefert, durch die sie sterben. Das ist ein Widerspruch, der lässt sich so leicht auch nicht auflösen. Der Vorwurf der Doppelmoral, der ist international sehr weit verbreitet. Also wenn wir mal in den globalen Süden schauen, wenn wir uns auch von der deutschen Debatte lösen, dann ist es ein ganz zentraler Vorwurf. Der Vorwurf lautet, Menschenrechte scheinen nicht für alle zu gelten. Das Völkerrecht scheint nicht für jeden bindend zu sein. Da werden Kriegsverbrechen begangen. Und natürlich, das muss man auch immer wieder sagen, auch die Hamas hat Kriegsverbrechen begangen, schlimmste Art. Das war ein furchtbarer terroristischer Anschlag am 7. Oktober, der das Ganze ausgelöst hat, mit verursacht hat. Nur hilft das am Ende eben nicht. Hat Israel das Recht, sich gegen die Hamas zur Wehr zu setzen? Natürlich auch mit den Waffen, die geliefert werden. Das ist genau der Punkt. Israel muss sich natürlich verteidigen, hat ein Recht, sich zu verteidigen, ist es auch seiner eigenen Bevölkerung schuldig, für Sicherheit zu sorgen. Die Frage ist nur, wie macht man das? Und das ist, glaube ich, das, was international auch für diese kritischen Töne und den Druck jetzt sorgt. Wie sieht eine Verteidigung aus, die eben auch den Menschen gerecht wird, die die Menschenrechte schützt? Und diese aggressive, militante Kriegsführung mit 900 Kilobomben auf einem der dicht besiedelsten Gebiete, wo die Menschen nicht die Möglichkeit haben zu flüchten, mit der kompletten Abriegelung, keine Versorgung eben mit medizinischen Hilfsgütern, keine Versorgung mit Wasser, mit Nahrung, das ist einfach nicht mehr gerechtfertigt. Und diese Kluft auch zwischen unserem Anspruch als auch als Deutschland, ja, als eine Wertegemeinschaft verpflichtet, auch der Anspruch einer regelbasierten Werteordnung, die wir weltweit ja beanspruchen zu haben. Und dann auf der anderen Seite aber das, was gerade vor unser aller Augen passiert, da verlieren gerade ganz viele Menschen das Vertrauen auch in eine Grundordnung und auch in die Glaubwürdigkeit der westlichen Politik. Und das macht mir Sorgen. Wenn ich was dazu sagen darf, also ich habe es erwähnt, mein Blick ist der Blick auf das jüdische Leben in Deutschland und auf das jüdische Leben weltweit, aber trotzdem noch mal als Ergänzung oder auch als Widerspruch. Also ich tue mich extrem schwer damit, noch mehr als nur schwer. Also es geht nicht, eine Terrororganisation wie die Hamas auf eine Stufe zu stellen, wie den demokratischen Staat Israel. Also in dem Moment, wo wirklich die Hamas sagt, wir lassen die Geiseln frei, wir unterlassen den Beschuss auf Israel, ist dieser Krieg vorbei. Und der zentrale Unterschied ist, die Hamas tut alles dafür, um die Menschenleben in Gaza bei der Zivilbevölkerung nach oben zu treiben, um diesen Krieg der Bilder zu gewinnen. Und Israel als demokratischer Staat, was nicht heißt, dass es nicht kritisiert werden soll, manche Aspekte, tut alles dafür, Zivilisten in Gaza zu schützen. Und den Punkt, den muss man machen, den muss man sich vor Augen führen. Ich kann das nicht so ganz, also ich hoffe, dass es so ist. Ich will ja auch gar nicht in Abrede stellen, dass es so sein könnte, aber ich habe da gewisse Bedenken. Und das liegt daran, mein Mitgefühl ist natürlich auch bei den israelischen Opfern, bei der israelischen Bevölkerung, die in Frieden leben möchte und die auch ein Sicherheitsbedürfnis hat, ja, wo man ja auch dann etwas für tun muss. Das verstehe ich. Aber wir haben es mit einer israelischen Regierung zu tun, die in Teilen rechtsradikal ist. Wir haben es mit Ministern zu tun, wenn Sie an den Sicherheitsminister denken, wenn Sie an den Finanzminister denken, die öffentlich Aussagen treffen, wie dass sie eine Vertreibung möchten, dass sie es für eine gute Lösung halten, wenn... Äußerung, jetzt bin ich doch in der Rolle, ja, ungewollt des Pressesprechers der Regierung oder der Armee. Premier Netanyahu hat gesagt, Sie haben recht, diese Äußerung gab es. Er hat gesagt, diese Pläne gibt es nicht, dieses Vorhaben gibt es nicht. Ich hoffe, dass das stimmt. Und man muss ja auch sagen, diese beiden Minister sind jetzt nicht im Kriegskabinett. Das lässt uns hoffen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass ein Großteil auch der israelischen Bevölkerung ja von diesen sogenannten Unterwerfungsplänen auch mittlerweile schon, ja, zumindest ein Stück weit überzeugt ist. Und dass es einfach dieses Gedankengut gibt in Teilen der rechtsradikalen, bei den rechtsradikalen Ministern, die eben der Meinung sind, wir können diesen Konflikt am besten lösen, indem wir vertreiben, indem wir die Menschen zu einer Art Immigration auffordern, also einer freiwilligen Abwanderung. Und wenn man diese Unterwerfungspläne kennt, dann stellt sich schon die Frage, ist das, was gerade jetzt passiert, ist das einfach nur politisches Versagen oder ist das Strategie? Und ich hoffe, dass es nicht Strategie ist. Ich hoffe, dass die vernünftigen, dass die humanen Stimmen auch in der israelischen Regierung, die ja kein homogener Block ist, sich durchsetzen werden. Mhm. Aber man merkt, dass Netanyahu, er kämpft natürlich ums Überleben. Er hat den Korruptionsprozess am Hals. Er weiß, dass er in der Bevölkerung keinen Rückhalt mehr hat.
Das heißt, dieser Krieg, der wird verlängert, weil es auch um seinen politischen Überlebenskampf geht. Und er ist abhängig von den rechtsradikalen und ultranationalistischen Kräften in seiner Regierung. Er ist da unter massivem Druck. Und das macht mir einfach Sorgen, wenn man dann sieht, wie dieser Krieg geführt wird. Das ist dann schwer. Lassen wir uns noch mal kurz bei den Folgen dieses Krieges bleiben. Zwischen 150 und 175.000 Gebäude sollen bislang im gesamten Gazastreifen zerstört worden sein, sollen etwa 50% aller Gebäude sein. Der Comedian Abdul Shahin aus Duisburg war im Dezember bei uns hier im Studio im Spitzengespräch zu Gast und hat von seiner Familie im Gazastreifen erzählt. Wir sind mit ihm in Kontakt geblieben und nun erzählt er uns kurz, was seine Familie in der Zwischenzeit erlebt hat. Meine Familie mütterlicher Seite befindet sich derzeit im Süden Gazas in Rafah und ist geflüchtet mit 100.000 anderen Menschen und wartet eigentlich auf den sicheren Tod. Israel hält immer noch an dieser Blockade fest, unter der die Menschen gerade leiden. Kinder sterben einen Hungertod. Meine Familie väterlicher Seite, schätzungsweise über 150 Menschen vom ferneren Familienstand bis zum näheren Familienstand sind mittlerweile tot und liegen unter Schutt und Asche. Gaza ist eine Wolkendecke, die dunkel ist. Die Straßen sind komplett tapeziert mit Schutt und Asche und vor allem Blut. Ich bekomme ganz viele Videos von meiner Cousine zugespielt, die so ausschauen. Ein Brachland, eine Düne aus Sand, Schutt und Asche. Es fehlt den Menschen vollumfänglich an einer humanitären Unterstützung. Frau Hübsch, wie repräsentativ, glauben Sie, ist das, was Abdul Shahin uns da erzählt hat? Das sind ja Fakten, auf die er sich da gerade bezieht. Es ist einfach, wir wissen, dass der Norden Gazas nahezu dem Erdboden gleichgemacht ist. Also wir wissen, dass das Ausmaß der Zerstörung, Associated Press spricht davon, es gab in der jüngeren Geschichte keinen Konflikt, der so tödlich und so zerstörerisch war. Das zeigen ja auch Satellitenbilder. Also wir wissen einfach, dass da Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, die Infrastruktur ist zerstört worden. Und wenn man dann diese Unterwerfungspläne kennt, die ja auch das Ziel hatten, die gesamte Hoffnung der Palästinenser auszulöschen, die Hoffnung darauf, hier weiterhin existieren zu können. Und auch diese Fantasien, dass man am liebsten den Gazastreifen ansiedeln möchte mit jüdischen Siedlungen, also auch diese Idee gibt es ja, dann fragt man sich schon, wie kann das sein, dass wir das zulassen? Und was ich mich auch frage, also gerade wenn ich solche Bilder sehe, die Betroffenheit ist, glaube ich, bei uns allen sehr groß und also bei der muslimischen Community, bei den Menschen, die palästinensische Wurzeln haben, arabische Wurzeln, bei den migrantischen Menschen, aber ich glaube auch bei vielen jüngeren Menschen. Aber ich habe mich gewundert, dass wir in den letzten Wochen Hunderttausende auf den Straßen gesehen haben, die gegen eine Partei demonstriert haben, die in Teilen rechtsradikal ist und die AfD, die von Immigration schwadroniert hat und auch Vertreibungsfantasien geäußert hat auf einer berühmt gewordenen Konferenz. Und gleichzeitig ist aber unsere Bundesregierung gerade, unterstützt eine israelische Regierung, die auch in Teilen rechtsradikal ist, die auch Mitglieder hat, die so extremistische Äußerungen eben getätigt haben, dass sie eben Vertreibungsfantasien haben. Und da unterstützen wir politisch, finanziell, militärisch. Das finde ich schwierig. Da lassen wir Herrn Engel jetzt mal drauf reagieren. Genau, einmal noch, also Vernichtungs- und Vertreibungsfantasien. Israel befindet sich in einem Verteidigungskrieg. Israel will diesen Krieg nicht. Israel wurde dieser Krieg aufoktroyiert. Israel muss sich wehren. Die Hamas, die meint das wirklich ernst, den jüdischen Staat auszulöschen. Die hat auch genozidale Absichten. Also die meint das genauso. Nicht auch. Die hat genozidale Absichten. Israel hat keine genozidalen Absichten. Israel möchte diesen Krieg nicht. Israel wurde dieser Krieg am 7. Oktober erklärt von der Hamas. Und die Hamas meint das ernst, jeden Juden in Israel auszulöschen, zu vernichten, zu ermorden. Übrigens nicht nur Juden. Beim 7. Oktober sind Muslime umgekommen, ermordet worden. Es ist grausam. Das auf eine Ebene zu stellen, das geht nicht. Diese Fantasien, die gibt es nicht. Das gibt es nicht. Die Hamas verschanzt sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung. Und die Empathie bei mir und in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, das ist mein Blick, der ist extrem groß. Ja, die Empathie und die Solidarität. Aber es kann doch nicht sein, dass nicht in den Blick genommen wird, Israel immer ausschließlich, und dass sich die Wut, der Ärger und das Aufbegehren nicht gegen die Hamas richtet. Die Hamas ist verantwortlich für diese Toten in Gaza.
Israel möchte diesen Krieg nicht. Wenn man sich anschaut, was die Hamas 1988 in Dakar geäußert hat und das jetzt gleichsetzt, also dann sich anschaut, was am 7. Oktober passiert ist, natürlich muss man da auch von genozidalen Absichten sprechen können. Na klar, und, was denn sonst? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ist es auch ein unglaubliches Kriegsverbrechen, ein Verbrechen möglicherweise auch gegen die Menschheit, wenn man unschuldige Menschen in Geiselhaft nimmt. Also da bin ich völlig bei Ihnen. Und da ist auch meine Solidarität mit den Angehörigen der Geiseln, mit den Betroffenen in Israel. Aber meine Solidarität mit dieser israelischen Kriegsführung, diesem Kriegskabinett, da bin ich mir nicht so sicher, ob die... Spüren Sie das zum Teil zu wenig, Herr Engel, die Empathie mit den Opfern, mit den Geiseln? Ja, aber hallo, wir reden zu Recht über das Elend in Gaza, über das Leid in Gaza. In der medialen Berichterstattung dreht sich alles um Israel, um die Regierung in Israel. Ich bin Journalist, ich bin Chefredakteur, ich habe beispielsweise den dpa-Stream, andere Nachrichtenagenturen von morgens bis abends, allzu oft auch noch bis spät in die Nacht auf dem Schirm. Es ist immer die gleiche Stoßrichtung. Israel tue dies, Israel unterlasse das. Und dass da jetzt die Folgen des 7. Oktober für Israel total außer Blick gerät, das kann nicht sein. Und das zeugt auch von einem gewissen Blindsein auf einem Auge. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, wenn die Hamas wollte, der Krieg wäre innerhalb von Sekunden vorbei. Ein einjähriges Baby ist in den Terrortunneln. Der Unterschied ist zwischen Israel und der Hamas, die Israelis versuchen, Leben zu schützen in Gaza. Die Hamas-Terroristen verschanzen sich in Tunneln und beschwören geradezu herauf, dass die Palästinenser sogenannte Märtyrer werden. Das sagt die Hamas auch ganz offen. So sind es Terroristen. Die sprechen ganz offen. Die rufen ihre eigene Bevölkerung dazu auf, Märtyrer zu werden, zu sterben im Kampf gegen den zionistischen, wie sie es nennen, Feind, um diesen Krieg der Bilder zu gewinnen. Mhm. Der Unterschied ist aber auch, dass wir auf der einen Seite eine Terrororganisation haben und auf der anderen Seite einen demokratischen Staat. Und natürlich unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagt ja, Israel ist eine demokratische Regierung und wird sich ans humanitäre Völkerrecht halten. Und ich finde, dass solche Aussagen, die so pauschal zu treffen, auch Demokratien, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, sind in der Lage, Kriegsverbrechen zu begehen, sind in der Lage, Völkerrecht zu brechen. Und Israel allein die völkerrechtswidrigen illegalen Siedlungen, das zeigt ja schon, dass auch da natürlich eine Kritik immer wieder nötig sein wird. Und ohne diese Kritik werden wir, glaube ich, diesen Konflikt, der wird sich verlieren in einer Schuldzuweisung gegenseitig. Aber wir werden nicht auf die Ursache zu sprechen kommen, die ja darin liegt, dass man gerechte Grundlagen für beide schafft. Herr Engel, Sie haben darauf hingewiesen, dass Israel natürlich ein Recht hat, sich auch militärisch gegen diese Barbarei der Hamas entgegenzusetzen. Wenn Sie allerdings die Zahlen, die ich zum Teil genannt habe, sehen oder Berichte, wie wir sie eben eingespielt haben, haben Sie da inzwischen Zweifel, dass dieses militärische Vorgehen noch angemessen ist? Naja, die Diskussion gibt es, ob das angemessen ist oder nicht. Die gibt es in Israel auch sehr stark. Übrigens so stark wie in fast keinem anderen Land weltweit. Es ist ein demokratischer Staat, da wird diskutiert und gerungen und gestritten, auch leidenschaftlich. Und naja, also die Ansage der USA und Frankreich und auch der Bundesrepublik, die existiert ja. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, weil eben auch Israel ja existenziell bedroht ist und sich wehren. Die Frage war nach der Art und Weise. Genau, dazu komme ich jetzt, und sich auch wehren muss. Aber ja, klar, es wird darüber gestritten und das ist ja Teil des politischen Prozesses und der Gespräche, wie diese Selbstverteidigung aussieht. Und darüber, klar, kann gestritten werden und ja, muss auch gestritten werden. Südafrika hat Israel ja vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt wegen mutmaßlichem Völkermord in Gaza. Israels Militäraktionen gegen die Hamas hätten einen genozidalen Charakter, argumentiert Südafrika. Ziel der brutalen Operation im Gazastreifen sei es, die Palästinenser zu vernichten. Frau Hübsch, finden Sie das angemessen oder übertreibt es hier Südafrika? Das muss jetzt das Internationale Gerichtshof entscheiden. Und das, was bisher zumindest entschieden wurde oder was man bisher sagen kann, ist, dass das Internationale Gerichtshof diesen Völkermordvorwurf für so plausibel hält, dass man dem jetzt nachgehen wird. Also es ist eine 84-seitige Anklageschrift, die ist sehr bedrückend, wenn man die sich einmal durchliest. Zentral ist auch die Frage, gibt es eine Genozidabsicht? Das muss geklärt werden. Da werden einige Zitate führender eben Regierungsvertreter genannt, des Premiers, des
einzelner Minister, die Sie auch schon aufgeführt haben. Einzelner Minister, genau. Und des Präsidenten, das sind alles bekannte Zitate. Und jetzt wird zu prüfen sein, ob diese Absicht hinreichend gegeben ist und ob das, was da gerade passiert, tatsächlich ja, im juristischen Sinne auch ein Genozid ist. Was man aber feststellen kann, ist, dass die Antwort, also oder eines der Ergebnisse ja ist, dass wir, dass Israel dazu aufgefordert ist, sofortige Maßnahmen einzuleiten, die humanitäre Situation für die Bevölkerung zu verbessern und auch, es ist ja auch davon die Rede, auch die Rhetorik zu verändern. Wir hatten es mit einer entmenschlichenden Rhetorik zu tun und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn eine solche Rhetorik von führenden Regierungsvertretern geäußert wird, dass das natürlich auch dazu führt, dass eine rote Linie auch für den einfachen Soldaten vielleicht nicht mehr gesehen wird. Und dass das auch dazu führt, dass insgesamt die Kampfhandlungen mit einer größeren Aggressivität geführt werden. Brasiliens Präsident Lula hat dieser Tage erklärt, was im Gazastreifen mit dem palästinensischen Volk passiert hat, ist bisher zu keinem Moment in der Geschichte gegeben, außer als Hitler sich entschloss, die Juden zu töten. Herr Engel, wie blicken Sie auf solche historischen Vergleiche? Wollen wir so einen Satz ernsthaft diskutieren? Also ich, ganz die schlecht. Frage richtet sich an Herrn Lula. Nicht, es ist korrekt, dass Sie das als Journalist zitieren. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir schon ernsthaft diese Frage darauf eingehen, dann läuft es schon in die falsche Richtung. Also das demokratisch gewählter Staatspräsident. Und Sie erleben das natürlich immer wieder in der Diskussion dieser Tage, dass solche weit übers Ziel hinausgehende Vergleiche gemacht werden. Ja. Wie kommt es dazu und wie sollte man damit umgehen? Naja, also ich glaube, es gibt Aussagen, auf die kann man und sollte man reagieren. Aber wenn jemand sagt, das ist sozusagen eine Ebene unterhalb des Holocaust angesiedelt, die Situation in Gaza, solche Vergleiche, die verbieten sich. Und ich finde, man soll diskutieren, man soll streiten, immer zivilisiert miteinander diskutieren. Aber es sollte auch eine gemeinsame Grundlage geben. Und wenn Herr Lula sowas sagt, wie er gesagt hat, dann gibt es diese Grundlage nicht mehr. Wir bemühen uns um eine solche Debatte und schauen unter anderem darauf, was vor wenigen Tagen bei der Berlinale in Berlin geschah. Es gab dort einseitige israelkritische Äußerungen, die wiederum Kritik ausgelöst haben. Bei der Abschlussgala hatte Filmemacher Ben Russell auf der Bühne von einem Genozid im Gazastreifen gesprochen. Der palästinensische Filmemacher Basel Adra hatte mit drei Kollegen die Dokumentation No Other Land gedreht und dafür den Dokumentarfilmpreis gewonnen. Es sei schwer für ihn, den Preis zu feiern, während Zehntausende Menschen in Gaza geschlachtet würden, sagte Adra auf der Bühne. Herr Engel, wie schätzen Sie das ein? Ist das noch politisch aktiv, was da passiert, oder geht Ihnen das zu weit? Ja, da sind wir auch bei der Debatte in Deutschland, wofür ich ja eigentlich eingeladen wurde und wo ich auch gerne Rede und Antwort stehe. Es ist ja nicht nur diese Aussage. Also diese Aussage an sich ist schon schlimm genug. Israel schlachtet Leute, also ist mir jetzt nicht bekannt. Es ist ein Verteidigungskrieg. Ja, Kriege sind... Es ist, ich glaube, in einer Situation, wo ein Staat sich verteidigen muss, geschehen Fehler, über die muss man ja diskutieren, die auch offen ansprechen. Aber da Israel vorzuwerfen, sozusagen, dass da blindwütig Leute geschlachtet werden, so geht es auch nicht. Dann gibt es noch die anderen Beispiele. Israel wird vorgeworfen, einen Genozid zu begehen. Genozid bedeutet, man kann es nachlesen, die systematische Ausrottung in dem Fall der palästinensischen Kultur, palästinensischen Lebens, der Religion, der Sprache. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist anzusiedeln im Bereich Fake News. Und ich finde, dagegen muss man auch aufstehen, insbesondere wenn dort im Publikum ja, die Kulturelite sitzt, Kulturstaatsministerin Roth, andere Spitzenpolitiker. Die Berliner Bürgermeister. Wenn wir dieses Nie wieder und Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland wirklich ernst meinen, dann kann man da nicht aufstehen und applaudieren. Und auch wenn das dann sehr, sehr schwer ist, dann muss man aufstehen und sagen, so geht's nicht. Das sehe ich nun tatsächlich ganz anders. Also natürlich kann man diese Veranstaltung als einseitig kritisieren und man kann sagen, da haben bestimmte Statements auch einfach gefehlt. Das ist alles... Kann man oder hätte man sollen? Zum Beispiel an die Opfer des Hamas-Massakers auch mal erinnern. Das kommt dazu. Der 7. Oktober wurde nicht erwähnt. Die Rolle der Hamas wurde nicht erwähnt. Plus es gab antisemitische Postings. Einmal anzuschauen, wie der deutsche Diskurs ist, wie der geführt wird. Und Biennale ist eine internationale Veranstaltung. Wir hatten mit internationalen Gästen zu tun und der internationale Diskurs ist zu diesen Themen ein anderer. Und ich finde, man macht es sich viel zu leicht, wenn man jetzt sagt, also wenn man diesen Genozid-Vorwurf einfach nur abwiegelt und sagt, das ist absurd, das geht gar nicht.
Wir haben, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, da unterschiedliche Positionen weltweit, auch von renommierten Genozidforschern, auch von israelischen Forschern wie Omar Batov zum Beispiel, ein ganz renommierter Genozid- und Holocaust-Forscher, der sagt, er sieht durchaus Anzeichen, die einen Anlass dazu geben, dass man da, dass es da ein Genozid vorliegen könnte. Und er verweist auch darauf, dass wir es mit Vertreibung zu tun haben könnten. Und dass es natürlich verschiedene Dinge sind, aber die eng miteinander zusammenhängen. Und diese Positionen gibt es. Es gibt die Position, das Ganze wird gerade vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt. Also es ist nicht einfach nur eine verrückte Idee, sondern es gibt diese Positionen. Und das andere Stichwort war ja Apartheid. Apartheid ist nun im deutschsprachigen Raum auch fast schon eine Art Tabubegriff, aber international. Wieder der besagte Omar Batov, der hatte im August, also zwei Monate vor dem 7. Oktober, eine Petition mitverfasst, The Elephant in the Room. 2800 israelische intellektuelle Wissenschaftler, also große Namen, Saul Friedländer, Eva Illouz, auch deutsche Namen, Jaron Mendel, haben das unterzeichnet. Und da wird ein Ende der Besatzung gefordert. Und es ist davon die Rede, dass die besetzten Gebiete im Westjordanland... Jetzt sind wir im Westjordanland, in Gaza. Ja, aber es geht ja gerade um das, was in der Berlinale gesagt wurde. Und da ging es um einen Film, No Other Land. Mhm. Da geht es ja um Apartheid im besetzten Westjordanland, um dieses Apartheid-System. Und so wurde es benannt. Das kann man anders sehen. Man kann den Begriff problematisch finden. Aber es ist ein völkerrechtlich definierter Begriff, römischer Statut, 1998. Apartheid ist strukturelle und institutionalisierte Ungleichbehandlung einer Bevölkerungsgruppe über eine andere. Und das kann man so sehen. Man muss das nicht teilen, aber jetzt von vornherein den Diskurs abzuwürgen, indem man sagt, das ist alles absurd und das ist antisemitisch. Und das fand ich wirklich schwierig an der Diskussion. Weil wir hatten ja dann unsere Kulturstaats, Frau Claudia Roth, die dann sagte, das ist anti-israelische Hetze. Und wir hatten einen Finanzminister, der strafrechtliche Verfolgung für notwendig hielt. Und wir hatten sofort eine Distanzierung. Und ich finde, das ist eine Verengung der Debatte. Es ist auch wirklich eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Es gibt eine rote Linie, das ist Antisemitismus. Das ist, wenn man volksverhetzerisch Ressentiments schürt. Ja? Aber es gibt etwas, was zulässig ist, was Aushandlungsprozesse sind. Und das ist, wenn man zum Beispiel ein politisches Regime kritisiert, eine politische Kritik. Abgewürgt wird der Diskurs, die Diskussion ja nicht. Wir diskutieren ja. Wir waren beim Begriff Genozid, Völkermord, das ist in dem Bereich Fake News anzusiedeln. Wie passt ein vermeintlicher, angeblicher Völkermord zusammen mit Fluchtrouten für die Zivilbevölkerung, mit Warnung der Zivilbevölkerung, mit Konvois für die Zivilbevölkerung? Übrigens, wo ist die arabische Straße, die sogenannte arabische Straße, wo sind die arabischen Staaten, die muslimische Welt, die nicht immer, die sagen, wir sind für die Palästinenser im Gazastreifen und wir bieten Hilfe an. Ich mache mir den Begriff nicht zu eigen. Ja, ich sage nur, wenn man ihn verwendet, heißt das nicht, dass man antisemitisch ist. Aus der arabischen, muslimischen Welt ausschließlich Kritik an Israel und nicht konstruktive Hilfe für die Palästinenser. Meine Überzeugung ist, wenn sie es ernst meinen würden, was sie nicht tun, würden sie den Palästinensern helfen. Da bin ich bei Ihnen. Das sehe ich auch so. Und Herr Engel, was sagen Sie dazu, wenn das, was auf der Berlinale Bühne dort geäußert wurde, von vielen kritisiert wurde, wenn das als antisemitisch bezeichnet wird? Das ist antisemitisch. Es gibt den 3D-Test, doppelte Standards, Delegitimierung und Dämonisierung Israels. Und das ist da der Fall, wenn wir die Summe der Beispiele auf der Bühne bei der Berlinale Gala uns anschauen. Aber damit sagen Sie, dass führende Intellektuelle wie Omar Batov, Saul Friedländer, dass das Antisemiten sind und das können Sie nicht ernst meinen. Ich weiß nicht, was Sie gesagt haben. Also wir sind ja gerade in der Situation auf der Bühne. Was wurde dort gesagt? Auf der Bühne wurde die Summe der Sachen, die dort gesagt werden. Was war die Summe der Sachen? Es gab den Apartheid-Begriff. Es gab Genozid und dann wurde über Waffenstillstand wurde gefordert. Man kann das Waffenstillstand kritisiert den kritisiert niemand. Gut. Aber die andere Art Waffenstillstand. Ist ja schön, wenn das so ist. Ich habe auch schon anderes erlebt. Also mir wurde schon vorgeworfen, das sei eine radikale Position, Waffenstillstand zu fordern. Deswegen. Okay. Aber nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wie die Reaktionen im Anschluss waren. Und man kann das wirklich problematisch finden, dass diese Begriffe verwendet wurden und dass da nicht vielleicht eine Relativierung auch stattgefunden hat oder eine Einordnung, eine Kontextualisierung. Das kann man alles
kritisieren. Aber es ist nicht antisemitisch. Aber es ist eben nicht antisemitisch und nicht nur für mich. Ich weiß auch, Meron Mendel zum Beispiel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, der hat auch gesagt, das ist nicht antisemitisch. Also wir sind manchmal zu schnell. Und das Gefährliche, einen Moment, da kommen wir vielleicht nicht zusammen, aber das Gefährliche, finde ich, ist, dass man dadurch den Begriff verwässert. Weil dieses berechtigte Anliegen, was ja auch mein Anliegen ist, nämlich gegen wirklichen Antisemitismus auch zu kämpfen, das schwächen wir, wenn wir diesen Begriff, also wenn wir diese, ich will gar nicht das sagen, also es ist wie nur ein Stempel, der einem dann vorschnell aufgedrückt wird. Und es gibt manchmal auch einfach nur legitime Kritik an einem Natürlich. Politischen Vorgehen. Und manchmal ist das schlecht vorgetragen und verkürzt, bin ich bei Ihnen. Aber es ist eben nicht, also diese Unterstellung, der Absender wäre ein Antisemit oder hätte das antisemitisch gemeint. Ich glaube, das darf nicht so sein. Wo ist für Sie die Grenze zwischen berechtigter Kritik und Antisemitismus? Ich habe es ja gerade gesagt. Also der 3D-Test ist ein sehr, sehr guter Indikator. Und ob das die Absender wollen, die das dort auf der Bühne gesagt haben oder nicht. Das, was Sie sagen, ja, Genozidvorwurf und Apartheid und dann noch Abschlachten, das ist in der Summe antisemitisch. Das ist israelbezogener Judenhass. Es gibt andere Erscheinungsformen des Antisemitismus. Aber ob das die Leute auf der Bühne, die das gesagt haben, wollen oder nicht, das erfüllt das Kriterium. Und das ist keine, ja, das meine ich. Und wie gesagt, da kommen wir nicht zusammen. Und das ist keine Kategorie. Lehnt einfach den 3D-Test ab, oder? Nein, Kategorie, würde ich nicht das kann man so sehen oder so sehen. Ich glaube auch gar nicht, dass da doppelte Standards angewandt werden. Überhaupt nicht. Auch andere Regierungen werden ja kritisiert. Und wären in diesem Fall sicherlich ähnlich kritisiert worden für so eine. Wurden nicht kritisiert. Wo war die Rolle der Hamas? Wo war der 7. Oktober von denjenigen auf der Bühne, die dort standen? Keine Regierung. Also mir geht es gerade darum, wenn man der 3D-Test besagt, dass man einen doppelten Standard anlegt, was die israelische Regierung angeht und da eine überzogene Kritik formuliert, die man in anderen Staaten so nicht formulieren würde. Und das ist ja hier nicht der Fall gewesen. Also ich glaube, bei einer ähnlichen Kriegsführung, einer ähnlichen Zerstörung, natürlich würde man das auch kritisch benennen. Vielleicht einen kleinen Test noch. Wenn auf dieser Bühne das umgekehrt gewesen wäre und man israelische Flaggen gesehen hätte und keine Kufia und man nur die einseitige Forderung nach einer Solidarität mit israelischen Geiseln und so weiter gehört hätte, da hätte sich kein Mensch drüber aufgeregt. Sorry, die Gefahr sehe ich in Deutschland und in Berlin nicht. Insbesondere nicht in Berlin und insbesondere nicht im Kulturbetrieb. Es gibt schon auch einseitige Veranstaltungen, so ist es nicht. Also das ist ja man selten israelische Flaggen auf der Bühne. Es gibt einen stillen Boykott in der Kulturszene in Deutschland gegen jüdische, gegen israelische Künstler, die eine bestimmte politische Position vertreten. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es gibt leider einen Boykott in alle Richtungen. Also auch das gehört. In der Tat, die Gefahr sehe ich nicht. Es werden Preise verschoben auf der Buchmesse. Kulturbetrieb, ja, pro-israelisch geäußert werden wird. Geäußert hat sich auch der Comedian Abdul Shahin zu der Frage, die wir jetzt besprechen, wie wir in Deutschland miteinander diskutieren. Und das schauen wir uns auch kurz an. Die Debatte in Deutschland über den Nahostkonflikt ist komplett vergiftet. Wir haben auf der Berlinale einen israelischen Filmemacher mit seinem palästinensischen Kollegen, der bei seiner Dankesrede sich stark macht für Humanität, für Gleichberechtigung, für einen Hoffnungsschimmer, den wir dort sehen durften. Dass Menschen auch Hand in Hand gehen können und nicht verfeindet sein müssen. Eine Stimme, die bei diesem Diskurs so oft untergegangen ist. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als einen israelischen Juden zu diffamieren und als antisemitisch zu bezeichnen. Auch schmeißen wir wieder die Kofia in den Topf, weil viele mit Kofia aufgetaucht sind. Was diese Menschen gesagt haben, hat per se mit der Kofia nichts zu tun. Ich trage die Kofia jetzt und bin nach der Logik der letzten Monate medial jetzt ein Antisemit, weil ich die Kofia trage, weil ich mich solidarisiere mit meinen Landsleuten, mit meiner Familie. Herr Engel, was bedeutet die Kofia für Sie, ein antisemitisches Symbol? Natürlich nicht. Ich möchte wirklich darauf direkt antworten. Das Problem ist doch nicht, pro-palästinensisch zu sein. Das Problem ist, dass allzu häufig sehr, sehr viele angeblich pro-palästinensische Demonstrationen in Deutschland antisemitisch sind. Ich möchte das auch wirklich im Detail klar sagen, was gerufen wird. 7. Oktober, Sonnenallee, dass wirklich der Terror gegen Juden befürwortet wird, dass die Hamas befürwortet wird, das Ermorden von Juden wurde beklatscht. Das ist doch nicht pro-palästinensisch.
Und diese Demonstrationen, die stehen pars pro toto für sehr, sehr viele Demonstrationen in Deutschland. In Essen, in Berlin, in anderen Städten, wo gerufen wird, from the river to the sea, Palestine will be free. Ich war selber dabei, scheiß Juden. Übrigens dann noch mal ein bisschen eine andere Zusammensetzung der Demonstranten vom Auswärtigen Amt. Es waren dann die reichen deutschen Bürgerkinder, die dann sozusagen die linke Version, es müsste doch mal Schluss sein mit dem Schuldkult sozusagen, gerufen haben, das ist nicht pro-palästinensisch. Free Palestine from German gilt. Ja, Free Palestine from German gilt. Das könnte Herr Höcke fast genauso sagen, ja. Und darum geht es doch. Also es hat doch keiner etwas dagegen, pro-palästinensisch zu sein. Also ich sage das ja auch, ich bin pro-palästinensisch. Ich möchte nicht, dass die Palästinenser im Gazastreifen leiden. Aber ich möchte nicht, dass auf deutschen Straßen gegen Juden agitiert wird, gegen das jüdische Volk agitiert wird. Und das ist sehr, sehr häufig der Fall. Und das bekommen wir als jüdische Gemeinschaft in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika und anderen Staaten, Frankreich, Belgien, sehr, sehr stark. Das bekommen wir im Wortsinne knüppeldick ab. Und da bin ich dann auch pro-israelisch, weil das natürlich unmöglich ist, wenn so etwas passiert. Ich glaube, die Schwierigkeit lag nur gerade nach dem 7. Oktober. Wir hatten eine Gleichzeitigkeit. Wir hatten dieses schreckliche Verbrechen vom 7. Oktober, dieses Massaker. Und dann hatten wir die Militäroffensive, die auch für sehr viel Leid gesorgt hat. Und es haben Räume gefehlt. Es haben Räume gefehlt, diese Gleichzeitigkeit zu verhandeln, zu ertragen. Und dann gab es diese Demonstrationen und es war so ein bisschen eine unbeholfene Reaktion, dann sofort mit Verboten oder mit Verbotsandrohungen zu kommen. Ich weiß von Schülerinnen, die erzählt haben, ja, wir durften dann auf einmal, es war dann zumindest im Gespräch, darf man die Kufia in der Schule noch tragen, die Palästinenserflagge soll verboten werden. Und diese Verbotsdiskussionen, die haben für ein Klima gesorgt, dass eben manche Menschen das Gefühl hatten, hier ist so eine Form von Einschränkung, der Diskurs, der erlaubt bestimmte Positionen nicht. Und das war eine ungute Mischung. Also man hätte eher Räume schaffen müssen, wo diese Akteure... Aber es sagt doch keiner etwas gegen demokratische Demonstrationen und Kundgebungen in Deutschland. Wir müssen schon genau sein und differenzieren. Und ich bin da sehr, sehr genau am Thema dran, weil ich mir das auch vor Ort angeschaut habe und uns Videos zugespielt werden. Das Problem ist doch nicht, dass dort demonstriert wurde. Das Problem ist, und das war der Hintergrund der Entscheidung der Polizei und der Politik, da wirklich die Reißleine zu ziehen, und das ist sehr, sehr schwierig auszutarieren, Meinungsfreiheit auf der anderen Seite und dann auf der anderen Seite nicht Raum bieten für antisemitische Hassstatements. Das hat sich die Politik und die Polizei nicht einfach gemacht. Aber sie hatten guten Grund dafür, diese Demonstration zu untersagen, weil massenhaft diese Demonstrationen, ich will gar nicht sagen, gekidnappt wurden, sondern das war Mainstream auf diesen Demonstrationen, judenfeindliche Parolen zu rufen. Das war der Hintergrund dieser Entscheidung. Das Problem zum einen. Und aber auch judenfeindliche Parolen. Nee, ich meine ein Kommunikationsproblem in der öffentlichen Debatte, dass man vielleicht es nicht geschafft hat, in alle Milieus verständlich zu machen, warum. Letztendlich sind das Grundrechte, die da teilweise auch eingeschränkt werden. Und dann gab es ja auch unsägliche Forderungen. Da gab es ja teilweise abstruse Forderungen, dass man das Demonstrationsrecht für bestimmte Bevölkerungsgruppen oder für Ausländer verbietet und so. Also das war eine ungute Entwicklung. Teilweise war die Gefühlslage so, ich kann das aus der muslimischen Community beschreiben, dass man sich gefragt hat, wann kommt jetzt die Forderung nach einem Wassermelonenverbot? Ja? Also weil man so, das Gefühl war einfach, es wird schnell mit Verboten agiert. Und ich glaube, man muss viel stärker darüber nachdenken, wie man Räume schafft, wo die Menschen wirklich, wo das Leid sichtbar gemacht wird, wo man ins Gespräch kommt, wo auch die unterschiedlichen Positionen man aufeinandertreffen. Nicht der eine ist auf der Pro-Palästina-Demo und der andere auf der Pro-Israel-Demo. Und letztendlich gibt es kein Miteinander. Herr Engel, Sie haben... Ich würde schon noch gerne ergänzen. Es gibt kein Miteinander, nicht wegen der jüdischen Seite. Das muss ich sagen. Wir sind eine super kleine Gemeinschaft. 100.000 Juden in den Gemeinden organisiert in Deutschland. Die Bereitschaft ist da, in Dialog zu treten. Es gibt ein wunderbares Projekt des Zentralrats der Juden, Shalom Aleikum. Und das ist ein Dialogprojekt. Und es kann nicht genug Dialog geben. Glauben Sie mir, ich möchte in Dialog treten. Es ist sehr, sehr schwierig... Ich meine nicht Sie persönlich. Es ist sehr, sehr schwierig, mit Muslimen in Deutschland in Gespräch, in Dialog zu treten. Schon vor dem 7. Oktober, nach dem 7. Oktober erst recht. Und damit meine ich nicht extremistische Muslime, auch liberale, gemäßigte Muslime. In meinem eigenen Freundeskreis geht der Bruch, dass Leute sich distanzieren von mir und anderen Juden. Seit dem 7. Oktober nichts mehr von gehört. Nicht Bekannte, Freunde. Warum ist das so? Ich glaube, das müssen Sie die muslimische Gemeinschaft fragen. Warum ist der Aufschrei nach dem 7. Oktober
tagelang, wochenlang ausgeblieben. Die Statements der Islamverbände, die müssen sich äußern, finde ich, weil sie politische Player sind, waren alles andere als überzeugend. Ein Wort der Betroffenheit und dann 99% aber die radikalen Siedler im Westjordanland. Können Sie das nachvollziehen, Frau Hübsch, dass da etwas fehlte? Ich kann von mir sprechen und von meiner Gemeinde. Ich gehöre Ahmadiyya Muslim Jamaat an. Die hat sehr schnell reagiert. Sie hat sofort dieses grausame Massaker verurteilt. Sie hat das auch für unislamisch erklärt. Also es ist nicht nur völkerrechtswidrig, es ist auch nach der islamischen Scharia verboten. Also die Hamas instrumentalisierte auch die Religion ganz klar. Und wir haben Dialogprojekte. Also wir haben eigentlich das Problem mit Antisemitismus unter unseren Jugendlichen. Das können wir so nicht bestätigen, weil wir zum Beispiel gemeinsam Synagogen besuchen, weil wir Touren organisieren und jetzt sich auch unsere Jugendliche vor Synagogen stellen und auch vor den Kölner Dom zum Beispiel gestellt haben und gesagt haben, es ist unsere Religion gebietet, auch andere Menschen, andere Religionsanhänger zu schützen, das ist, was der Islam lehrt. Und ich glaube, da gibt es sehr viele. Es gibt abrahamitische Projekte, mit denen bin ich groß geworden. Und diesen interreligiösen Dialog, ich würde nicht sagen, dass der in Deutschland nicht existiert. Der ist sehr, sehr lebendig eigentlich und der hat jetzt sicherlich einen Dämpfer erfahren. Aber gerade in solchen Zeiten ist es sehr wichtig, jetzt dafür zu sorgen, dass der nicht aus den jüdischen, ja, aber da ist die muslimische, natürlich, aber da ist die muslimische Gemeinschaft in der Pflicht. Mir wird rückgemeldet aus nicht wenigen jüdischen Gemeinden, dass der interreligiöse Dialog, Muslime auf der einen Seite, Juden auf der anderen Seite, gerade nicht möglich ist. Also weil auch Muslime nicht mit Juden sprechen wollen, auf institutioneller Ebene. Und wir haben sehr, sehr viele Deutsch-Türken in Deutschland, in der Bundesrepublik. Wenn man sich anschaut, was Präsident Erdogan, da sind wir jetzt wieder bei einem anderen Thema, aber irgendwie dann doch wieder beim selben Thema. Wenn man sich anschaut, was Präsident Erdogan in der Türkei sagt, seit dem 7. Oktober und der Chef der obersten Religionsbehörde, und das ist sozusagen der lange Arm nach Deutschland mit den ganzen DTIP-Gemeinden, das ist Hardcore-Antisemitismus, das ist Hardcore-Judenhass. Und das ist nicht mehr der Bereich, ja, das kann man so sehen oder so sehen. Das ist übelste Menschenhetze. Und dieser lange Arm, der reicht bis nach Deutschland, weil Präsident Erdogan sehr, sehr beliebt ist. Und das dokumentiere ich alles in meinem Buch, diese Aussagen. Sie haben ein Buch geschrieben, gerade erschienen. Der Titel ist Deutsche Lebenslügen, der Antisemitismus wieder und immer noch. Sie schreiben darin unter anderem, ich zitiere, wer in Sonntagsreden nie wieder und Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz fordert, politische Konsequenzen aber meidet, der hat in Wahrheit zum Antisemitismus in Deutschland geschwiegen. Und ich frage mich, welche politischen Konsequenzen Ihrer Meinung nach gegen Antisemitismus in Deutschland helfen? Naja, also wenn wir es ganz konkret jetzt mal machen wollen, wir sind ja Journalisten, da finde ich, da muss man das sehr, sehr plastisch machen. Berlinale, wenn solche Aussagen dort getroffen werden, dann kann man nicht begeistert aufstehen und klatschen, dann muss man aufstehen und sagen, so geht es nicht. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme gewesen. Anderes Beispiel, auch aus der Kulturszene, die Dokumente. Müssen dann diejenigen, die das falsch gemacht haben, aus ihrer Sicht zurücktreten und die Verantwortung übernehmen? Oder wäre das auch eine politische Konsequenz? Sie müssen es besser machen. Ich habe vor 2,5 Jahren diesen ja viel beachteten Text geschrieben über Kulturstaatsministerin Roth, die wirklich zu dem antisemitischen, ja, das war Antisemitismus pur bei der Documenta, zu diesem Desaster beigetragen hat. Und da war ich der tiefen Überzeugung, damals war sie untragbar und hätte zurücktreten müssen, weil sie für dieses Desaster verantwortlich war. Sie wurde Monate davor gewarnt von jüdischer Seite und von anderer Seite und hat nicht die Konsequenzen draus gezogen. Und wenn damals vor 2 oder 2,5 Jahren ja im Kulturstaatsministerium der Kampf gegen Antisemitismus nicht Chefsache ist, sondern ja total vernachlässigt wird, dann ist das natürlich ein Grund, zurückzutreten. Heute ist es jetzt noch mal ein bisschen anders. Also die massive Kritik an Kulturstaatsministerin Roth nach der Berlinale ist total berechtigt. Aber da jetzt noch mal Rücktrittsforderungen zu erheben, das würde ich jetzt nicht machen, unabhängig davon, dass es in dem Fall auch gar nichts bringen würde. Mhm. Das sehen wir ja. Es gibt ja so ein bisschen die Tendenz in der deutschen Politik, niemand tritt mehr zurück für irgendwas. Das ist einfach ein sehr, sehr bedenkliches Verhalten. Und wenn wir das ernst meinen, nie wieder, dann müssen wir was dagegen tun und aufstehen. Das sind keine Phrasen. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, wie Sie, sagen wir mal, verteilt über die Jahrzehnte gespürt haben als Jude, Ablehnung, Feindschaft, wenn Sie das im Lauf der Zeit so betrachten, wo stehen wir gerade? Wir stehen in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Also wenn wir zurückgehen im Zeitstrahl, ist es immer die Momentaufnahme, dass es
ja, für die jüdische Gemeinschaft sehr, sehr schlecht aussieht in Deutschland. Also es gibt natürlich die wirklich sehr starke staatliche Unterstützung auch, keine Frage. Aber die antisemitischen Anfeindungen, die sind so hoch. Und wenn wir auf den Zeitstrahl uns immer die verschiedenen Ebenen anschauen, dann war es immer einfach ein riesiges Problem. Aber ich würde sagen, jetzt nach dem 7. Oktober, 5 Monate danach, es sieht so düster aus. Und ich komme gerade von einem Treffen mit 300 oder 400 jungen Juden in Berlin. Vorher war ich in Zürich. Ein 50-jähriger orthodoxer Jude wurde niedergestochen, 9 Stiche in seinen Körper. Und bei den Treffen mit den 400 jungen Juden, die jüdische Gemeinschaft, die jungen Leute, die sind fertig. Die können sich nicht als jüdisch outen an ihren Schulen und Universitäten, weil sie fertig gemacht werden. Da ist einfach es war so greifbar, dieser Frust und diese Angst und diese Enttäuschung. Ich meine, wir sind deutsche Juden, das ist unser Land. Wir wollen uns nicht unterkriegen lassen, wir wollen uns auch nicht tyrannisieren lassen. Wir gehören hierhin, wie jeder andere Deutsche auch. Aber diese Anfeindungen, die sind so groß, es muss jeden umtreiben. Und sie merken, ich ringe um Worte, weil die Situation einfach so außergewöhnlich ist. Die Ihnen auch bestens bekannte Autorin Deborah Feldmann war vor kurzem hier im Spitzengespräch zu Gast und hat dort gegen Institutionen wie den Zentralrat der Juden, aber vermutlich auch gegen Juden wie Sie, schwere Vorwürfe erhoben. Wir spielen das mal kurz ein. Ich wohne hier in Deutschland seit 10 Jahren. Ich bin deutsche Staatsbürgerin seit 2017. Ich habe inzwischen verstanden, dass der Staat im Prinzip hier in jüdisches Leben investiert. Und zwar, also ich glaube, 22 Millionen im Jahr ist es inzwischen. Das fließt alles sozusagen an Institutionen, bei denen man Mitglied sein muss. Und die meisten Juden in diesem Land sind eben nicht Mitglieder dieser Institutionen. Das heißt, wir werden nicht von diesen Institutionen vertreten oder wir werden nicht von diesen Institutionen betreut. Stattdessen, umgekehrt, werden wir von diesen Institutionen eigentlich verdrängt. Was entgegnet Sie? Ja, ich muss mich erstmal kurz sammeln, weil die These, weil Ihre Überzeugung, also Deborah Feldmanns Überzeugung, so befremdlich ist. Es gibt ungefähr 100.000 Gemeindemitglieder. Der Zentralrat der Juden spricht für diese Gemeindemitglieder. Es gibt Juden in Deutschland. Übrigens stimmt es nicht, dass das Gros nicht in den Gemeinden organisiert ist. Aber es gibt andere Juden, die eben nicht Teil der Gemeinden sind. Und die sprechen dann für sich. Also das nennt man Demokratie. Also der Zentralrat der Juden spricht für die 100.000 in Gemeinden organisierten Juden, alle anderen Juden sprechen für sich. Und dass es jetzt nicht sozusagen die eine jüdische Stimme gibt, ist doch klar. Es gibt verschiedene Stimmen. Und das müsste man vielleicht noch mal Deborah Feldmann erklären. Das nennt man Pluralität, Entschuldigung. Das nennt man Vielfalt und Meinungsfreiheit. Frau Hübsch, Sie beschäftigen sich auch, das weiß ich sehr, mit der internationalen Debatte darüber, wie wir in Deutschland zum Beispiel unsere Antisemitismusdebatten führen. Wie wird dort gedacht? Naja, man hat so das Gefühl, dass Deutschland da einen gewissen Tunnelblick vielleicht hat und dass vielleicht nicht die richtigen Lehren aus dem Holocaust gezogen werden. Also um es jetzt mal ganz verkürzt zusammenzufassen, entsteht die Irritation dort, wo quasi man als eine Lehre des Holocaust begreift, dass man aktuell alle in Teilen rechtsradikale Regierungen unterstützt. Und da ist, glaube ich, so dieser Widerspruch für viele nicht verständlich. Also viele fragen mich auch, ich kriege häufig auch Anrufe auch von Journalisten aus dem Ausland, die sagen, wie geht das zusammen? Wie kann das sein? Weil man doch einen Unterschied machen muss, einfach zwischen dem jüdischen Leben in Deutschland, wie Sie es auch beschrieben haben, würde ich vielleicht bei Ihnen bin, da darf es keine Diskriminierung geben, aber eben auf der anderen Seite dem, was eine israelische Regierung tut. Und diesen Unterschied müssen Muslime machen, wenn sie sich kritisch äußern wollen. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man zum Beispiel auf die Idee kommen kann, einen in Deutschland lebenden Juden irgendwie anzugreifen dafür, was die israelische Regierung tut. Das ist ganz klar antisemitisch und diese Verkürzung ist schwierig. Aber auf der anderen Seite ist eben auch schwierig zu verstehen, wie wir eine volle Solidarität aussprechen, also eine Art Blankoscheck, würde ich sagen, den unser Bundeskanzler der dieser aktuellen israelischen Regierung ausgeschrieben hat, wenn wir gleichzeitig nicht Bedingungen formulieren, Bedingungen wie Völkerrecht und unsere Waffenlieferungen und auch unsere moralische, finanzielle Unterstützung davon eben abhängig machen, ob dieses Völkerrecht gewahrt bleibt. Also ich glaube, wir müssen in der Sprache genau sein. Sie hatten jetzt 2 oder 3 Mal gesagt haben,
Die Israelis haben nicht die richtigen Lehren aus dem Holocaust gezogen. Nicht also wir Deutsche. Wir Deutsche. Das ist der Diskurs, eine Moralanstalt gewesen. Konsequenzen aus dem Holocaust muss es heißen. Also ich störe mich extremst an dem Wort Lehren. Konsequenzen. Es geht darum, Erkenntnisse zu ziehen aus einem Menschheitsverbrechen und universale Erkenntnisse. Das sind nicht nur Erkenntnisse, die wir als Deutsche ziehen müssen. Das gebietet die Erinnerungskultur, sondern man muss, glaube ich, multiperspektivisch draus schauen. Und international wird es eben noch mal breiter gesehen. Und da wird sich schon die Frage gestellt, hat man verstanden, dass es doch darum geht, nie wieder Kriegsverbrechen zuzulassen? Sie können doch nicht den Holocaust, 6 Millionen ermordete Juden, industriell ermordete Juden, irgendwie in den Zusammenhang mit der israelischen Regierung stellen. Also das ist, verquerer geht es nicht. Es geht nicht um den Zusammenhang. Es geht darum, dass man nicht versteht, wir haben ja eine besondere historische Verantwortung, weil wir den Holocaust begangen haben. Deutschland hat eine besondere historische Verantwortung. Und diese historische Verantwortung führt ja dazu, dass wir im Moment einen Staatsräson, so formuliert es die Politik, für uns akzeptiert haben, also eine besondere Solidarität gegenüber der israelischen Regierung zum Ausdruck bringen. Das ist der Zusammenhang. Und wenn diese besondere Solidarität da ist, dann ist quasi der Einwand, muss das nicht eine kritische Solidarität sein? Eine Solidarität, ja, mit der Bevölkerung, mit der Sicherheit dieser Bevölkerung, der unschuldigen Bevölkerung, aber keine quasi bedingungslose Solidarität mit einer israelischen Regierung. Kritische Äußerungen von Frau Baerbock gibt es doch. Ja, aber sie haben keine Konsequenzen. Es sind leere Worte. Es gibt eben nicht die Konsequenz, dass die Waffenlieferung daran gebunden wird, an bestimmte realpolitische Aktionen. Es gibt nicht die Konsequenz, dass irgendwelche Bedingungen formuliert werden, sondern das sind Hülsen, sind Floskeln und das wird als Doppelmoral international angekreidet. Und Sie hatten mich gefragt, wie wird international darauf geschaut? Und ich habe dieses Narrativ wiedergegeben. Das ist ein Narrativ, das international weit verbreitet. Ich will es mir noch nicht mal hundertprozentig zu eigen machen, aber es ist weit verbreitet. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Entschuldigung, aber Israel wird existenziell bedroht, ob Sie sich das vorstellen darf sich verteidigen. Können oder darf nicht. Darf sich verteidigen, und muss sich verteidigen, muss seine Bevölkerung schützen. Aber tut es das wirklich? Aus dem Iran, verfolgt das andere Interesse? Aus dem Libanon, Hisbollah. Und zwar, die meinen das auch wirklich ernst. Und warum stationiert man dann einen Großteil der Brigaden nicht im Süden des Landes, sondern eben bei den Siedlungen, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, diese israelische Regierung möchte die vielleicht eher die Siedlungspolitik schützen, israelische Binnenflüchtlinge, anstatt die Bevölkerung. Ja, das sind ja die Fragen, die Hisbollah meint das wirklich ernst. Und der Iran meint das wirklich ernst. Die wollen Israel auslöschen. Übrigens nicht nur Israel, sondern der Iran, Juden weltweit. Juden in Deutschland, die jüdische Gemeinde. Der möchte auch Muslime umbringen, die zum Beispiel meinen Glauben haben. Bedroht. Reinhold Robbe wurde bedroht und ihm wurde nachspioniert, wie man ihn dann am besten weiter einschüchtern kann. Wenn die Bundesregierung, wenn wir Deutsche das wirklich ernst meinen, dann muss man Waffen liefern an Israel. Ich habe meine Zweifel, ob diese Regierung wirklich die Sicherheit Israels gewährleisten wird, weil das Ziel, die Hamas zu vernichten, das gelingt gerade nicht besonders gut. Militärisch ist sie geschwächt, politisch wahrscheinlich gestärkt und der Nährboden für Terror, für eine ganze Generation von Terror, ist wahrscheinlich gelegt und damit ist die Sicherheit Israels doch erst recht gefährdet. Sie zeigen aber beide, dass man quasi keinen innerdeutschen Dialog führen kann, ohne doch immer wieder auf die Situation in Israel und Gaza. Muss ich widersprechen, also von unserer Seite, von jüdischer Seite aus schon. Mhm. Gut. Teil dieser Debatte ist auch Ihre Zeitung, die Jüdische Allgemeine. Und die sorgt bisweilen zumindest auch mal für aufgeregte Debatten. Zum Beispiel mit dieser Schlagzeile aus dem Januar war es, glaube ich. Die Zivilisten in Gaza sind nicht unschuldig, schrieb dort der Autor und FDP-Politiker Tobias Huch. Herr Engel, was sagen Sie heute zu dieser Schlagzeile? Also, wie in jedem Lebensbereich auch, ist es, glaube ich, auch bei uns Journalisten, auch wenn das nicht unsere Stärke ist, Stichwort Spiegel vielleicht, ist es doch geraten, wenn man einen Fehler macht, dass man dazu steht. Und das haben wir auch getan. Wir haben da einen Fehler gemacht. Wir haben das auch eingeräumt. Ronen Steinke, ein hochgeschätzter Kollege von der Süddeutschen Zeitung, auch ein jüdischer Kollege, hat eine Replik geschrieben, einen Einspruch auf diesen Kommentar, doppelt so lang, auch im Online-Bereich. Und hat der Jüdischen Allgemeine da hart eingeschenkt. Wir haben nicht ein Komma geändert. Alle seine Kritikpunkte teile ich nicht. Aber die haben wir abgedruckt und online veröffentlicht. Und das war ein klares Statement. Und da ist etwas schiefgelaufen bei uns im Produktionsprozess, wo wir noch mal nachschärfen müssen. Man könnte diesen Kommentar von Tobias Huch so lesen, als wenn es da sozusagen eine Art Kollektivschuld gibt. Mhm. Und da gab es sprachliche Unsauberkeiten. Da hätten wir genauer sein müssen, da hätte er genauer sein müssen. Aber in allererster Linie ich als Chefredakteur
beim Redigieren, das ist uns nicht gelungen. Sie. Aber den Punkt, das ist sehr wichtig dazu noch zu erwähnen, den muss ich schon noch machen in einem Satz. Worum es in dem Kommentar ging, war zu sagen, dass die Hamas im Gazastreifen nicht im luftleeren Raum agiert, sondern auch im Gazastreifen auf große Zustimmung trifft. Natürlich spielt da Einschüchterung, Angst und Propaganda eine Rolle, aber das müssen wir sehen. Es gibt die Videos von israelischen Geiseln, ja, im Gazastreifen, die geprügelt wurden, noch und nöcher. Ja, Sie haben auch den Titel dieses Artikels geändert. Die schlagenden Argumente sind allerdings nach wie vor dort geblieben. Zum Beispiel auch der Verweis darauf, dass laut Umfrage 2/3 aller Zivilisten in Gaza das Massaker unterstützt haben. Das war eine Studie aus dem Westjordanland von einem palästinensischen Forscher, ein angesehener Forscher. Da haben wir zitiert, ja. Und auch der Satz, dass viele Zivilisten am 7. Oktober, Zitat, gemeinsam mit den Terroristen gemordet, vergewaltigt, gefoltert und entführt haben. Das ist leider so. Empirischer Fakt, leider. Ich finde, wir haben uns zumindest an einer Debatte, die den anderen ernst nimmt, die Argumente des anderen ernst nimmt, hier versucht, aus Ihrer Sicht, Herr Engel, abschließend, was wäre wichtig, um die teils vergiftete Debatte zu ändern? Diskussion ist gut, vielleicht auch genauso wie in einem Forum wie hier. Ich kann nur sagen, als jüdische Gemeinschaft, wir wollen in Frieden und wir wollen in Freiheit leben. Mehr ist es nicht. Sie, Frau Hübsch. Es gibt diesen berühmten Satz, der Voltaire zugesprochen wird. Ich bin bereit zu sterben dafür, dass du deine Meinung sagen darfst, auch wenn es eine ganz andere ist als meine. Und ich glaube, das ist, was in diesem Diskurs fehlt. Wir sind viel zu schnell mit Stempeln, mit Boykottrufen, mit Verbotsforderungen. Wir müssen viel mehr Räume schaffen für Begegnung, für den Austausch. Und für eine echte inhaltliche Analyse und Diskussion ohne Diffamierung. Ich danke Ihnen, Frau Hübsch, Herr Engel, für den Besuch. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das Spitzengespräch ist bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht, und bis bald.